Spätestens seit Rurik Gislers Sohn die Bühne von Let's Dance erobert hat, sind wir ihm alle verfallen. Der Isländer ist nicht nur ein begabter Fußballer, Sänger und Tänzer. Nein, auch Charme und Attraktivität hat der 33-Jährige offensichtlich mit Löffeln gegessen. Sein Markenzeichen ist die blonde Wikingermähne. Doch genau dieser wallenden Haarpracht geht der Let's Dance-Gewinner jetzt an den Kragen. Zeit für eine Veränderung, schreibt der ehemalige SV Sandhausen-Kicker unter ein Video. Seine Friseurin nähert sich mit dem Rasierer. Wir hören das Summen und uns schwant Übles. Zack, da sind sie weg, die Haare. Der TV-Star präsentiert sich mit Glatze. Ein Mann wie er kann offensichtlich alles tragen, aber die blonde Wuschelmähne vermissen wir doch. Aber keine Sorge, der Tänzer hat seine Fans auf Instagram nur aufs Korn genommen. Natürlich schneide ich nicht meine Haare, schreibt er zu den nächsten Bildern. Der 33-Jährige wird in der Maske gerade für seinen Auftritt bei der Let's Dance Deutschland Tour gestylt. Eine wirkliche Glatze hat der Isländer zwar nicht verpasst bekommen, doch sein Friseurstyling ist wohl trotzdem schmerzhaft. Ah, ich würde gerne mein Hirn behalten. Ach, dafür brauchen wir längere Nadeln, um da dran zu kommen. Na klar, witzig ist der Frauenschwarm natürlich auch noch. Das Styling für die Show ist wohl nicht ganz so angenehm für Rurik, aber Hauptsache die blonde Wallemähne bleibt uns erhalten.